Nee. Ist aber auch ein Wind hier in der Halle. Wieder ein Ballwechsel. Oh, und das war ein Glücksball. Da sagt man Entschuldigung. Hallo, liebe Tischtennis-Fans. Es sind nur noch wenige Tage bis zum WTT Champions in Frankfurt. Und wir sind heute zu Gast bei den Fraport Skyliners und haben eine kleine Basketball-Tischtennis-Challenge für euch vorbereitet. Mit keinem Geringeren als Marco Völler und unserem Bundestrainer Jörg Rossi Roskopf. Ja, hallo Rossi, hallo Marco, schön, dass ihr da seid. Rossi, mal im Ernst, wir wissen, dass du ein exzellenter Tischtennisspieler warst oder bist. Wie gut bist du denn im Basketball? Ja, ich habe schon gewusst, dass Tischtennis meine Sportart ist und Basketball nicht meine Sportart ist. Aber man hat es ja ab und zu mal dann zum Aufwärmen dann auch mal gespielt, bis ich mal irgendwann mal einen Finger dabei verletzt habe. Und dann hat der Trainer gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt wird nur noch Tischtennis gespielt. Marco, Tischtennis, ist das was ihr Basketballer auch mal so zum Ausgleich spielt oder du im Speziellen? Sehr selten, aber wenn wir es machen, dann sehr gerne. Ich finde, ne, Tischtennis ist eine sehr nette Sportart, die man auch einfach mal so ganz locker hin und her spielen kann. Das macht dann immer riesen Spaß. Wir haben eine kleine Challenge vorbereitet heute, nämlich ein Teil Tischtennis und ein Teil Basketball. Und ich würde sagen, weil wir heute bei euch zu Gast sind, fangen wir mit dem Basketball an. Wir machen 10 Freiwürfe. Marco, gib mal einen Tipp ab. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber wie viel triffst du? Ich setze mich gerne unter Druck. Ich mache alle 10. Rossi? Ein bisschen als Leistungssportler, du weißt, Druck ist gut. Was traust du dir selbst zu? Ich würde sagen 9 oder auch 10. Da sind wir mal gespannt. Let's go. Auf, ab jetzt. Ja. Ab jetzt zählt's. Komm jetzt. Ah, das ist schon gut, ey. Sieht schon sehr, sehr sicher aus. Das wären wirklich 10 von 10. Ei, ei, ei. Ja, 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 wie sicher ist das denn? Ei, ei. Ich muss irgendwas unterbrechen hier, Alter, vollkommen erlaubt. Hast du gesagt, was hast du gesagt? Der Freiwurflinie? Du hast auch gesagt, du machst 9, oder? Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, super. Waren 10, oder? Ja. 10? Yes. Waren 10. Also, da brauche ich gar nicht mehr zu spielen. Ja. Ah! Ja, das sieht doch schon gut aus. Ja. Ja. Guck mal, jetzt kannst du die 9 schaffen. Ja, sehr gut. Nein! Ach, das gibt's nicht. Schlecht dann. Nee. Okay. Nee. Ist aber auch ein Wind hier in der Halle. Ja, es ist 7. Hast du. Der ist drin. Der ist drin, sehr gut. 8. Der auch. 9. Der auch. Ah, schade, 10. Aber doch, stark. Da gibt's einige Basketballer. Die schaffen das nicht. So, also Marco, 10 von 10, wirklich unglaublich. Rossi, 4 Treffer, auch richtig gut, muss ich sagen. Marco, mal ehrlich, kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Freiwürfe du in deinem Leben schon geworfen hast? Nee, keine Ahnung. Ich kann dir nicht mal sagen, wie viele ich heute schon geworfen habe. Wir hatten vorhin 3 Stunden Training. Was ist für dich das Faszinierende am Basketball? Erstmal die Schnelligkeit. Also ich gucke sehr, sehr gerne Basketball. Bin auch öfters bei den Skyliners. Ja, im Endeffekt ist es schon immer wieder schön, erstmal, dass es eine Sportart ist, wo es natürlich viele Körbe gibt. Also es passiert immer was. Stimmung ist unfassbar gut immer in den Hallen. Marco, jetzt steht es 10 zu 4. Ein Tischtennissatz geht bis 11. Du brauchst nur noch einen einzigen Punkt. Hast du dir schon einen Plan zurechtgelegt? Ja, mein Plan ist die Hoffnung. Ich hoffe, dass mein Gegner Fehler macht. Hier, zweiter Teil der Challenge. Marco braucht nur einen Punkt. Rossi braucht ein paar mehr. Los geht's. 10 zu 5. Schon mal 10 zu 6, die Rückhand ist stabil, da kann man nichts sagen, aber 10 zu 7, der Bundestrainer ist weiter im Spiel.
Aber das sieht gut aus bei Marco. Also der bringt wirklich jeden Ball zurück mit der Rückhand total sicher. Ja, so ein bisschen Buchhalter-Tischtennis, aber 10 zu 8. Hat eigentlich der Marco auch mal Aufschlag? Oder? Ach so, das stimmt. Ja. Sorry, das war's. Ja, da wird mit allen Tricks gekämpft. So hat man sich die Olympia mit... Oh, 10 zu 9. Komm mal. Oh, 10-10. So, jetzt müssen wir kurz Stopp machen. Entscheidungspunkt oder zwei Vorsprung? Nee, wir waren schon zwei Vorsprung. Zwei Vorsprung, also bis 12 jetzt, ja? Also, du brauchst zwei Punkte. Darf ich Aufschlag machen? Ich denke, der Marco hat jetzt nochmal. Außer du gibst deinen Aufschlag recht ab, aber... Wird... Na gut. Ich auch nicht, weil das ist ja nur so reingelegt. Wieder ein Ball wechseln. Oh, und das war ein Glücksball. Das sagt man, Entschuldigung. Hab ich doch gesagt. Da kriegt er doch noch die Kurve vielleicht. Und 12 zu 10 tatsächlich. Da hat er sich keinen Fehler erlaubt. Rossi, herzlichen Glückwunsch. Beeindruckende Vorstellung von dir beim Freiwerfen vor allem. Und man merkt halt einfach, du bist ein alter Hase und hast das Ding noch souverän nach Hause gebracht, oder? Ja, man merkt einfach, dass wenn man eine Sportart lange Zeit betreibt, Basketball, Tischtennis, hat man schon mal ein bisschen Gefühl für die Sportart dann. Also ich würde auch lieber gerne ein paar Freiwürfe mehr reinhauen, aber ich muss mich jetzt hier anstrengen bei der Platte. Wie sehr anstrengend müssen sich denn unsere Jungs beim WTT Champions, das ja in ein paar Tagen in der Süwak Energie Arena losgeht? Ja, es ist ein super Turnier, ein tolles Turnier, weil die 32 besten Spieler der Welt tatsächlich dann in Frankfurt sind und ist ein absolutes Highlight, eigentlich wie eine Weltmeisterschaft. Und deswegen ist es ein tolles Turnier. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir in Deutschland wieder so ein Turnier haben. Und meine Jungs werden alles daran setzen, gut zu spielen. Marco, ihr musstet letzte Saison den bitteren Gang in die zweite Liga, in die Pro A antreten. Seid jetzt aber gut in die Saison gestartet. Euer klares Ziel, der Wiederaufstieg? Ja, natürlich. Als Absteiger träumst du immer auch wieder vom direkten Wiederaufstieg. Das wird aber sehr, sehr schwer. Ja, wir haben ja neuen Trainer, komplett neu zusammengestellte Mannschaft. Also es wird sehr, sehr schwierig. Ich denke, jetzt so nach den ersten drei Siegen können wir mit erhobenem Haupt und auch mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen und auch realistisch ist, dass wir in die Playoffs kommen und ab da ist es, müssen wir schauen. Ne? Dann. Es lohnt sich auf jeden Fall mal in die Süwak Energie Arena zu kommen, entweder zum WTT Champions vom 29. Oktober bis zum 5. November oder zu einem Heimspiel von den Fraport Skyliners. Ihr spielt jetzt am Sonntag, wann ist danach das nächste Heimspiel? Ist noch eine Weile hin, wir spielen am 19.11. gegen Nürnberg zu Hause. Also ich kann es nur empfehlen. Zwei tolle Sportarten, eine tolle Halle und wir wünschen dir und deinem Team viel Erfolg beim WTT Champions. Und Marco, vielen Dank, dass du dabei warst heute und euch natürlich auch viel Erfolg, dass es mit dem schnellen Wiederaufstieg in die erste Bundesliga wieder klappt. Denn in Frankfurt, glaube ich, brauchen wir auch erste Bundesliga-Basketball.